Jess. Jess Black. Bin beim Sägewerk. Die Tage des Kochs sind eindeutig gezählt. Danke, dass du mich rausgeholt hast. Ich bin Jess. Wenn du dich hier draußen mit der Sekte anlegst, dann kennst du bestimmt schon meinen Onkel Dutch. Pass auf, ich habe nicht viel Zeit, also komme ich gleich zur Sache. Ich war einem von Jacobs Fanatikern auf der Spur. Nennt sich der Koch. Ja, klingt nicht so gefährlich, was? Aber glaub mir, das ist ein kranker Typ. Hab ihn fast erwischt, aber eine Peggy-Patrouille hat es auf mich abgesehen. Ich brauche deine Hilfe. Diese Spur darf nicht kalt werden. Der Typ hat eine Menge Unschuldige in der Gegend abgeschlachtet. Damit darf er nicht durchkommen. Wir müssen. Schon zu viel Zeit verschwendet. Mir nach. Hier lang. Siehst du? Seine Visitenkarte. Unschuldige, bei lebendigem Leib verbrannt. Die verdammte Sekte krallt sich jeden. Die zerren dich aus deinem Haus, aus der Bar, sogar aus der Kirche. Denen ist egal, wo du bist. Sie stecken dich in eine von zwei Schubladen. Schwach oder stark. Jacob baut sich eine Armee auf. Und jeder, der nicht für ihn kämpfen kann oder will, ist so gut wie tot. Die Herde ausdünnen nennt er das. Massenhinrichtung Unschuldiger. Alle dachten, das wäre nicht wahr, was keiner glauben wollte. Aber vermutlich nicht in der Reihenfolge. Bösewicht da drüben! Jacobs Liebling. Der, der die Reinigung einbringt. Der Koch hat Jacob den ganzen Quatsch abgekauft. Aber jetzt kriegt der Wichser, was er verdient hat. Okay, wir haben es fast geschafft. Irgendwo sehen, aber dafür ein paar Eingesperrte. Er behandelt Menschen wie Tiere, eingepfercht in Käfigen. Okay, ziehen wir das durch, aber halt den Kopf unten. Wenn sie uns entdecken, sind die Geiseln tot. Vor dir! Anbleiben!
Reiß dich zusammen und baller weiter. Was soll das? Danke. Das wird die Sekte mir büßen. Bitte rette mich. Vielen Dank. Der Koch. Es gibt noch mehr von uns. Der auf den Berg gebracht. Danke. Da waren noch andere. Sie haben sie auf den Berg gebracht. Okay. Legen wir los. Willst du wissen, warum sie ihn den Koch nennen? Vor ein paar Jahren hat Jacob einen seiner Leute losgeschickt, um eine Familie abzuholen. Eltern und Kinder. Als erstes hungerte er sie aus. Gab ihnen nichts. Noch nicht mal Wasser. Nach 3 Tagen waren sie so durstig, dass sie ihre eigene Pässe trinken mussten. Aber die Kinder wollten nicht. Also haben die Eltern sie gezwungen. Sie haben es gleich wieder ausgekotzt. Das gefiel dem Koch nicht. Also hat er die Eltern an Pfählen in der prallen Sonne aufgehängt. Jetzt wird's ernst, der Spaß beginnt. Warte, ich glaube, ich habe was gehört. Ich muss darüber. Sie was da los ist. Die werden sie hinrichten. Geh vor. Ich halte dir den Rücken frei. Denk dran. Wenn sie uns sehen, sind die Leute sofort tot. Also, Eltern an Pfähle gebunden und wollte den Kindern etwas Wasser geben. Und dann fragte er sie, ob sie Hunger hätten. Verhungern sagten sie ja. Und dann um Essen zu betteln. Ob sie Schweinefleisch wollten, fragte er. Das wollten sie. Also ging er zu den Eltern raus, zog ihnen die Schuhe aus und begann, das kleine Schweinchen ging auf den Markt zu spielen. Blut floss in Strömen. Der Koch grinste breit, als er den Kindern die Stückchen hinhielt. Endlich zu schreien aufhörte, sah ich mich um und war einfach weg. Verschwunden. Wie eine Katze in der Nacht. Naja, deshalb nennen sie ihn jedenfalls den Koch.
sehen wir uns das mal an. Die Schwachen sind unrein und unwürdig. Ihre Seelen werden von Unflat gegeißelt. Die Schwachen sind unrein und unwürdig. Das Tanzen ist gleich entkommen. Ihre Seelen werden von Unflat gegeißelt. Also kocht er sie mit dem Feuer! Brennt! Brennt im Lichte des Vaters! Opfert die Schwachen! Reinigt eure Seelen mit Gottes rechtschaffener Flamme! Achtung! Immer schön im Zickzack, Baby! Macht das! Das nicht lange, Schatte, recht. Der Koch ist tot und ich fühle gar nichts. Ich wollte immer nur diesen Typen finden und jetzt... Ich weiß nicht, was... Was soll ich denn jetzt tun? Dutch hatte in letzter Zeit mit vielen Sachen recht. Die Sekte. Eli. Vielleicht liegt er ja auch bei dir richtig. Wenn du jemanden brauchst... Dich aufpasst. Sag Bescheid. Und danke für alles, was du getan hast.